Herzlich willkommen zu diesem Video. Du möchtest erfahren, wie das Handwerk Nachwuchs erfolgreich organisieren kann? Dann bleib auf jeden Fall bei diesem Video dran. Ja, und dann sehen wir uns gleich nach diesem Intro wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nico Becker. Ich habe mir heute den Saad Schamo, unseren Marketing-Experten, an unsere Seite geholt. Und wir möchten heute über das Thema Nachwuchskräfte sprechen. Ja, es geht vor allem natürlich darum, Ausbildungen im Handwerk zu machen. Was kommt da auf unsere Partner zu? Worauf sollte man achten, wenn man das quasi als Betrieb in den Fokus nehmen möchte? Wir haben natürlich jeden Tag oder ja eigentlich immer Einblicke bei uns in die Partnerunternehmen, gerade wenn jetzt Partner mit uns wirklich Azubis auch suchen, wirklich zu gucken, okay, worauf kommt es denn jetzt an, wenn man ausbilden möchte, wenn man das Handwerk in irgendeiner Form da vorantreiben möchte? Weil Fakt ist, das Thema Mitarbeitergewinnung ist immer noch ein Thema. Nicht mehr so stark wie jetzt vielleicht noch vor einem Jahr, also in 2023. Aber Fakt ist immer noch ein Thema. Aber Fakt ist auch, dass wenn du einfach nur eine Fachkraft irgendwo anders wegnimmst, dieser Pool an Handwerkern insgesamt ja nicht größer wird. Das heißt, wir müssen uns irgendwie darum kümmern, wie wir in 3-4 Jahren eben neue Fachkräfte haben. Und da ist natürlich jeder Fachhandelsbetrieb irgendwie verantwortlich für. Und die erste Sache, die ich hier mitgeben möchte, ich spreche jetzt erstmal ein bisschen allgemeiner und dann werde ich da spezieller, was ich genau damit meine. Aber die erste Sache, die ich dir mitgeben möchte, ist, deine Handlungen einfach mal anhand von der Effektivität zu bemessen. So, wie gesagt, ist jetzt sehr, sehr kryptisch ausgedrückt. Ich erkläre dir kurz, was ich damit meine. Ich sehe das eigentlich immer noch bei unseren Partnern. Ich meine, wir haben jetzt 2024, dass so dieser klassische Azubi immer noch der Mann für die Scheiße ist. Jetzt mal ganz hart gesagt, ne? Also, ich weiß, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das sagt man ja so schön. Und grundsätzlich würde ich dem auch zustimmen, dass das halt wirklich, wie der Name schon sagt, Lehrjahre sind, wo man was lernen muss. Aber man muss sich wirklich einfach ein bisschen von dem Gedanken lösen, dass der Azubi in einem Betrieb wirklich einfach die Scheißaufgaben machen muss. Also klar, der muss lernen, wie der Job am Ende des Tages funktioniert. Aber ich sehe das wirklich regelmäßig, dass das Handwerk zum Teil wirklich einfach Azubis verheizt, in Anführungsstrichen. Und da muss man fairerweise auch sagen, für jemanden, der jetzt 15, 16 ist, vielleicht gerade die Schule absolviert hat, gibt es manchmal vielleicht sogar attraktivere Möglichkeiten. Und das meine ich halt, wenn man wirklich mal hingeht und sagt, okay, ich bemesse jetzt meine Aktivitäten einfach nur anhand dessen, wie effektiv sie sind, dann ist das, glaube ich, nicht mehr die effektivste Methode. Also das konnte man mal machen, früher vor 10, 15, 20 Jahren, der ein oder andere kennt das mit Sicherheit noch so, weil es da einfach nicht so viele Alternativen gab. Aber heute muss man sich wirklich die Frage stellen, okay, wie attraktiv ist das Handwerk noch? Meiner und unserer Meinung nach extrem attraktiv. Also ich denke, wir können das ja mehr oder weniger aus erster Hand sagen. Handwerk hat wirklich goldenen Boden. Und das, was sozusagen an ja, Fachkräftemangel, wenn man so nennen möchte, da ist, man kann dem Ganzen natürlich entgegenwirken. Aber das öffnet natürlich für, ich sag mal, alle Heranwachsenden eine riesen Chance, wirklich, wenn man so möchte, auch gutes Geld zu verdienen und einfach einen ehrhaften Job auszuüben, der immer Bestand haben wird. Also das Handwerk an sich hat ja eine riesen Zukunft. Aber dadurch, dass manche Betriebe leider noch so etwas altmodisch eingestellt sind, kommt das nicht immer an bei den Leuten, für die es vielleicht relevant sein könnte. Also mein Appell an der Stelle ist einfach nur, wenn du das Ziel hast, wirklich Auszubildende zu finden, versuch dich auch dementsprechend attraktiv und modern aufzustellen. Wie gesagt, das Ganze soll jetzt nicht irgendwie in Watte packen sein oder sowas, aber es muss auch nicht sein, dass jeder Azubi jetzt wirklich von Tag 1 verheizt wird, weil er in Anführungsstrichen eh nichts anderes machen kann, als bei dir eine Ausbildung zu machen, weil das ist nicht mehr so. Und von dem Gedanken muss man sich lösen. Wir haben ganz, ganz viele Partner, die wirklich attraktive Arbeitgeber sind und auch für den Nachwuchs eine attraktive Option nach der Schule einfach bieten. Und das sind vor allem natürlich auch Unternehmen, die haben es auch nicht so schwer, andere Mitarbeiter zu finden, weil es einfach an sich ein attraktiver Arbeitgeber ist. Und die haben in 3 bis 4 Jahren noch viel, viel weniger Probleme, das Arbeitsaufkommen ja einfach zu bewältigen. Weil jemand, der die ersten 3 Jahre bei dir vernünftig aufgehoben ist, und ich sage jetzt einfach mal halbwegs loyal ist, der wird auch die nächsten 5 oder 10 Jahre noch bei dir bleiben und dann einfach ein ausgelernter, guter Geselle sein. Ja, wenn wir uns jetzt aber mit der Frage auseinandersetzen, wo finden wir denn entsprechende Nachwuchskräfte, dann gibt es natürlich auch noch ein paar Antworten auf diese Frage. Da hat der Kollege aber mehr Infos zu. Es gibt ja viele, Facebook, Google, eigene Webseite, TikTok und so weiter. Und was viele vielleicht erstmal, es reicht nicht mehr aus, wenn man es einfach nur auf die Homepage packt. Ja. Also das war mal früher so, oder also es reicht nicht aus, weil das findet ja dann nur jemand, der aktiv auf der Seite gelandet ist. Zeitungswerbung liest sich auch keiner mehr durch, also da kannst du dir das Geld sparen. Und wenn du überlegst, irgendwie Radiowerbung zu machen, dann spar dir das Geld ganz, ganz, sparst dir einfach. So, ihr merkt, ich habe da was gegen und warum auch, es ist sehr, sehr teuer. Wo schaltet man heutzutage Werbung, wenn man neue Rekruten finden will, dann solltest du auf jeden Fall Werbung heutzutage auf Facebook, Instagram und TikTok machen.
ja, warum die Zielgruppe, die jüngere Zielgruppe, die befindet sich auf jeden Fall auf diesen Plattformen. TikTok, da sind halt heutzutage die zwischen 14 und 18-Jährigen mehr als Instagram sogar und deutlich mehr als auch Facebook. Deswegen würde ich jetzt schon sagen, Instagram und TikTok sind halt die Big Player in diesem Bereich. Und jetzt ist es natürlich so, was ist der Inhalt deiner Werbung? Wie du schon gerade gesagt hast, man muss ja heutzutage auch ein bisschen modernes Unternehmen verkörpern. Und ganz wichtig ist, wir meinen jetzt nicht, dass ihr auf TikTok da rumtanzen sollt oder so, aber heutzutage ist das schon sehr, sehr normal. Vielleicht hast du schon mal eine Anzeige von uns gesehen, wo wir Personal suchen, wo wir halt meistens im Selfie-Modus eine Anzeige aufnehmen oder jemand steht vor dem anderen und nimmt die Person auf. Der spricht kurz, wer wir sind, was wir suchen und vielleicht nochmal eine Call to Action, also trag dich hier bitte ein. Und warum ist das heutzutage wichtig? Weil gerade in der heutigen Zeit, wo man quasi von Anzeigen überrempelt wird, da sind ja nicht nur deine Anzeigen oder auch andere Personalanzeigen, da kommt die persönliche Note immer mittlerweile besser raus. Wir selber, wir schalten jetzt auch kaum noch Ads, wo wir schreiben, ja, Bürofachkraft gesucht und dann noch die Benefits, sondern das muss alles persönlicher sein. Ja. Wir haben es letztens erst getestet, auf TikTok war das. Da habe ich nur in die Kamera gesprochen und da hatten wir sehr, sehr starke Klickzahlen und man merkt halt einfach, dass das beliebter ist. Ja, dann sollte man natürlich auch vielleicht, wenn man Benefits im Video erwähnen will, darüber nachdenken, was sind denn eigentlich Benefits? Also wenn du dann sagst, organisiertes Büro oder was gab es jetzt noch früher? Für Obstkorb. Ja, Obstkorb und so, das interessiert heutzutage niemanden. Also es ist halt wirklich wichtig, dass man wirklich mal vielleicht auch den Kern seiner Mitarbeiter fragt, ey, was gefällt dir gerade hier an unserer Arbeit? Ja. Und dass man wirklich Benefits oder Vorteile erarbeitet zusammen. Und ich sage mal, heutzutage, gerade für so einen Azubi, haben wir letztens erst getestet, ist vielleicht der Moped-Führerschein oder das Moped selber. Was kostet denn sowas? Vielleicht 1.000 Euro? Ja, 9.000 Euro, dass man halt sowas nimmt. Und das ist, was die Jugend halt anspricht. Und das muss man zusammen erarbeiten, am besten mit Kollegen. Ja. Ja, sonst... Ja, du musst dir halt einfach eine Sache klar sein. Und zwar erstmal so das Thema Nachwuchs ist fürs allgemeine Handwerk einfach extrem wichtig. Ist natürlich auch für die Zukunft deines Betriebes wichtig, wie gesagt, wenn du da Fuß fassen möchtest. Und dann ist, glaube ich, nochmal wichtig zu verstehen, dass jemand, der jetzt vielleicht vor einer Ausbildung steht, der hat ja noch viel, viel mehr Möglichkeiten offen als jetzt ein Geselle, der irgendwo anders schon quasi einen Vertrag hat. Der hat vielleicht noch 4, 5 andere Unternehmen, zu denen er hingehen kann, aber der jetzt wirklich die Schule gerade abgeschlossen hat, der kann studieren gehen, ist nach wie vor relativ etabliert. Dass das ein guter Weg ist, ist mit Sicherheit auch kein schlechter Weg, aber jetzt aus meiner Perspektive ist so das Thema Ausbildung, Handwerk da wesentlich, wesentlich besser aufgestellt, als das so die vorherrschende Meinung ist. Aber du musst halt einfach klar werden, die Person hat wirklich 1.000 Optionen, was sie jetzt machen kann. Und die Frage sollte halt einfach sein, okay, warum sollte jetzt der Weg zu mir und meinem Unternehmen führen? Und ich glaube, das bringt einen schon relativ weit. Ein Tipp habe ich noch, der ist mir gerade eingefallen, was ja vielen Handwerksbetrieben immer so, also da sind sie ein bisschen eigen, dass sie das nicht nennen wollen, ist natürlich das Thema Gehalt. Also wir bei uns intern kommunizieren ja, das ist von bis Gehalt. Und das, da erwische ich immer wieder die Handwerker, wie die das nicht kommunizieren wollen. Aber genau das ist ja das Problem. In der Schule, ich weiß noch, zu meinen Schulzeiten, haben meine Lehrer gesagt, Handwerk ist das Schlechteste, was es gibt. Geh da bloß nicht hin, da verdienst du nichts. Und als ich damals hier angefangen habe, war ich schon ein bisschen geschockt, was Handwerker verdienen können. Und geht ehrlich, seid transparent, sagt, ihr könnt so viel verdienen, wenn ihr so viele Jahre hier seid. Und das überzeugt letztendlich die Jugend, weil die können sich sehr oft nicht vorstellen, was verdiene ich denn jetzt als Anlagenmechaniker, als Monteur und so weiter. Und ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man sollte sich einfach Gedanken machen, vielleicht auch nicht gleich definieren, wie viel, sondern wohin kann es gehen, wenn das eine Vollzeitkraft wird in 5 Jahren? Ja, das ist ja letztendlich auch einer der größten Vorteile jetzt, wenn wir von mir aus direkt das Studium nehmen wollen. Also ist jetzt nichts davon besser oder schlechter, aber letzten Endes jeder, der halt studieren geht, klar, der kann auch nebenbei arbeiten, aber der muss sich natürlich irgendwie mit der Frage auseinandersetzen, okay, gibt es da irgendwelche Sachen, die man beziehen kann? So, und bei einer Ausbildung hast du halt direkt das Geld, was du direkt verdienen kannst. Aber das soll es jetzt auch mit diesem Video gewesen sein. Wir danken dir fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. So.
So, vielen Dank fürs Zuschauen. Lass uns auf jeden Fall schon mal ein Like und ein Abo da. Aktiviere die Glocke, dann verpasst du keine Videos mehr. Du findest hier auf diesem Video noch einen QR-Code. Da kannst du jederzeit unsere Homepage besuchen. Und unter diesem Video findest du nochmal einen Vergleich zwischen Google und Facebook-Werbung. Was davon besser und schlechter ist, fährst du da.